Da krabbelt der vorne raus, ich fass es ja nicht. Ja, ich will als erstes drin sein. Haha. Meine Kisten, meine Kisten. Also, mit diesem Video zeigen wir euch, dass wir auf Carrier ein paar Lootboxen haben. Werden wir uns jetzt gemeinsam anschauen. Die Kollegen haben wir abgehängt, dass er uns nicht die ganzen Boxen leer macht. So, und dann schauen wir mal, ob wir hier was finden. Ich weiß eh, wo die besseren Boxen sind. Mir geht's ja gar nicht um die besseren Boxen, mir geht's einfach um das Zeigen von den Boxen. Runde ist es ja wumpe egal. Wo fängst du denn an, oben oder unten? Ich laufe jetzt gerade mal die Dreier komplett durch und dann laufe ich die 1. Guck, hier haben wir schon die erste Box. Hier ist eine. F-Taste drücken. Leer. Okay. Hä? Leer? Ja, wenn du sie nicht öffnen kannst, ist sie leer. Nochmal eine Etage tiefer. Das. Aber ich habe kein Schiff gekriegt. Wird wahrscheinlich gleich bei meinem Glück eh wieder abgeknallt. Hier ist noch eine Kiste. Kann man jetzt öffnen. Und haben was zu essen drin. Also ich habe hier ein Messer und eine Kastodium. So, dann schauen wir mal weiter. Kann man in die Mitte, ob hier auch Boxen? Ich glaube nicht. Die roten Boxen, die roten großen, die haben Ausrüstungsgegenstände drin. Zum Beispiel hier unten auf der Stufe 1 ist eine große rote, da ist der eine Helm drin. Hier haben wir zum Beispiel jetzt eine Waffe. So. Haben wir ein schönes Gut. Ja, wieder was zu essen. Zieht uns jetzt. Bei wem schon? Hier haben wir ein Messer. Was ist das? Robert. Auch ein Messer schon. So. Ah, hier haben wir wieder eine Kiste. Auch leer. Hier haben wir wieder eine Kiste. War auch nicht öffnen. Hier haben wir eine Kiste. Da ist ein Helm drin. Welcher? Hässlicher. Odyssee-Helm. Boah, nur ein Helm. Da nichts. Ja, ja, in den roten Kisten ist meistens nur ein Helm. Ist nicht rot. Was ist das denn? Ist doch keine Rot. Farbenblind oder wie? Ich seh dich ja gerade nicht. Wo bist du denn schon wieder? Das ist zum Optik. Ich bin gerade an dir vorbeigelaufen jetzt. Da, hier die Kiste. Hinter dem großen da. Retrieve Data? Was ist das? Wie bitte? Kann hier ein Data-Package anschauen. Okay, was kann ich damit machen? Sag mal witzig. Data-Package. Oh, das andere hab... Es geht darum, dass die Infiltration ist. Kannst du, Informationen sammeln. Naja, so spannend waren die Kisten jetzt für mich nicht, weil ich habe hier nichts. Es waren hier sehr wenige Kisten dieses Mal. Normalerweise sind hier unten sehr viel mehr. Ich habe auch noch keine flache Olivene gefunden. Ah ja, was ist denn das hier für ein komischer Helm? Weiß und blau. So. Naja, muss ich meinen anderen Helm absetzen, oder? Mhm. Ist ja irgendwie dumm. So. Aus wie Mars. Also irgendwie. Ah, der geht ja eigentlich. Also ich merke, du warst nicht hier oben richtig gucken. Komm mal bitte zu mir. Ich habe jetzt hier mal nichts rausgeholt. Siehst du, wo ich stehe? Ja, warte da mal. Mach mir erst die eine Kiste. Ah, hier ist gar nichts. Also, das ist nämlich diese olivene Kiste, wo ich eben gesagt habe, diese flachen.
Du hast ja diese weißen, wo du unten hast, die weiße große. Ja, aber die einen konnte ich nicht aufmachen. Nee, du hast ja diese, du kannst nicht alle aufmachen. Du hast eine weiße große, da ist meistens so eine Gezu-Waffe drin. Und vielleicht Pistolen. Und dann gibt's noch diese anderen Kisten, da ist halt wirklich richtig, so dieses Epic-Loot, kannst du bald sagen. Sehr schön. Diese Kiste, wo du jetzt da dran bist im Stream, ist halt Pistole und immer so Kleinkram drin. Und hier habe ich jetzt mal nichts rausgenommen. Da bin ich runtergekommen, die konnte ich eben nicht aufmachen. Hier ist schon offen. Warte. Kannst du auch nicht. Ja, jetzt bin ich dran, geh mal dran, weil ich konnte sie aufmachen. Jetzt kann ich sie auch aufmachen, die konnte ich vorher nicht aufmachen. Hat den Stream ja zurück. Ah, da ist er richtig an Waffen los. Ja. Das sind halt die, wo du zuerst guckst. Das sind die, da kann auch diese Waffe drin sind, wo nur in wo für Squadron 42 ist, die PSC-8 AR. Nicht die SMG, sondern die AR. Das ist ein neues Sturmgewehr. Deswegen hat mich das gewundert, wo du gesagt hast, da oben wäre nichts. Da liegen immer so zwei, drei Kisten davon. Ja, aber ich habe ja gesagt, ich kann ein paar Kisten nicht öffnen. Du musst auch manchmal warten, bis die freigegeben wurden. Warum auch immer. Frag mich nicht, warum das ist. Und hier hatte ich dich eben reingezogen. Und beschützt. Eine Kiste. Ja, aber ich habe da einen Waffenslot auf meinem Inventar hier. Ja, manchmal backt das rum. Ja, ich kann eigentlich zwei Waffen stecken hinten drauf. Ich habe extra keine Waffe. Mach mal Waffe noch, also nochmal zu, ihn nochmal drücken und dann nochmal probieren. Das mache ich schon die ganze. Egal, ich gehe jetzt einfach zum Schiff und pack alles ins Schiff und komm dann wieder. Hobbitschiff. Hier ist zum Beispiel auch noch eine Pistole, Arc Light. So, das ist auf jeden Fall mal Career-Kisten looten. Ein bisschen was zu tun, man kann Kisten looten. Aber bedenkt dran, dass ihr in den entsprechenden Stationen immer nur eine gewisse Menge an Loot lagern könnt. Das heißt, wenn ihr euch zu viel kauft, könnt ihr da Probleme bekommen. Der Kollege, der vorhin im Stream war, der schon 99% beim Einloggen schon voll hatte. Hat der so viel gekauft? Keine Ahnung. Kann ich nicht beurteilen. Nee, das war ja hier die Taste. So, da haben wir einfach unser Personal und da haben wir unser Vehikel. Wir können 650 umlagern, da wir nur 76 können. Aber guck, ich habe zwei Waffen drauf, die mir irgendwie nicht angezeigt wurden. Pitti, ich lass dich mal einen Moment alleine. Ich log aber hier aus, weil das Essen ist fertig. Ja. Dann komme ich dann nachher nochmal zu dir. Bis gleich. Bis gleich. Mich würde auch mal interessieren, wenn das Inventar hier voll ist, ob man das Zeug einfach ins Schiff werfen kann. Wäre auch noch eine interessante Sache zu wissen. Ganz wichtig ist auch noch zu wissen, wie gesagt, wenn man auf PO ist, hat man die Sachen auch auf Horizon. Andersrum auch. Alles, was ich auf Horizon habe, kann ich auf PO auch benutzen. Bei der darüberliegenden Station von dem Planeten kannst du die Sachen benutzen. So, jetzt gehen wir hier noch. Waren jetzt keine Kisten.
Sie können die Waffe ja dann auch mal benutzen. Ich würde auch die Spawnrate so ein bisschen interessieren, wenn nur nicht. Eine Waffe hin. Dass er nicht wieder abgeknackt kann. Ist dran. Vielleicht die andere Waffe eigentlich nicht. Waffe auf Null. Hier war nur Essen drin. Ja. Brauche ich jetzt nicht. Verhungert man nicht. Ist schon mal gut zu wissen, dass man unterwegs gut kann. Ich noch mal eine Kiste, die ich nicht. War das so? Mal leer gemacht. Irgendwo hier unten war eine Kiste. Aber hier ist noch einer. Kleine Maschine. Haben wir da eigentlich? Magazine der Waffe. Was mal mit Essen. Ja, hier, um zu zeigen. Schon wieder mehr drin. Wir könnten uns das Combat Knife da reinstecken. SMG Custom. Was Stadion ist. Kann schon. Da rein. Ah, ich kann nur. Waffenlos. Ah. Dahin. Da. Ah, die ist voll. Okay. Und wie gesagt, bei der Aktion kann man auch umgebracht werden. Ich denke, dass das Gameplay irgendwann so sein wird. Da ist die kleine Kiste. Sniper. FS9 MLMG. Oh, die will ich haben. Achso, ich bin voll. Komm nochmal rein.
voll. FS9. Sniper Rifle. Gut. Einmal zu meinem Schiff gehen und dann auspacken. Servus und willkommen im Stream. Wir machen gerade Sloot Gameplay. Gerade auf Career und kann hier so Kisten looten. Ich hol mir da gerade ein paar Waffen. So, da mein Inventar voll ist, ich habe ja auch so einen Rucksack hinten drauf. Der ist begrenzt. Career bietet sich halt an, weil du keine Waffen mitnehmen musst. So, und damit mich keiner erschießt, dazu. So, schauen wir mal, was wir uns gelootet haben. Also, wir haben ein paar Waffen gelootet. Nehmen wir auch gleich mal Sniper hier weg. So. Combat Knife muss ich gleich mal. Haben wir das jetzt eigentlich? Da, equip. Das ja an der Kleidung haben. Granate können wir mal equip. So, Magazin haben wir noch gar keine drin. Kann man schlau machen. Was haben wir denn hier eigentlich für Magazin? FS9 LMG. Komm, die equippen wir, weil da unten haben wir gesagt, ist eine FS9. Oh, es sind 3 Stück. Wollen wir alle equippen. Was ist das für ein Visier? Ein Zweifach. Oh, ein Zweifach habe ich auch noch nicht ausprobiert. Lass ich mal da. Nachher mal ausprobieren. 1er. Vielleicht lassen wir mal da, dass ich ausprobieren kann. Blechhalter tun wir nachher an unsere Waffe. Was das ist, weiß ich halt nicht. Mal Munition geht's. Bisschen Essen. Bruce, wie geht's dir? Wie war dein Stream? So. Okay, sind wir jetzt wieder leer, dann können wir jetzt wieder rausgehen. Muss mir aber auf jeden Fall ein paar Ripper zulegen. Auf jeden Fall auf Area 18. So. Wo war denn die Kiste? Die war unten. Ne? Oh nein, kann ich die jetzt nicht mehr. Da haben wir die FS9. Aber warum ist da jetzt kein Sniper drin? Hä, warum ist jetzt hier noch so viel Zeug drin? So. Kann ich meine FS9 ziehen? Kann ich irgendwie nicht ziehen, warum nicht? Kann aber die jetzt sagen, da ist sie doch. Nee, das ist die Shotgun, die eigentlich gar nicht mehr da ist. Jetzt FS9 gezogen. Genau, ich habe die Magazine dran. Das heißt, ich kann die jetzt angucken. Ich kann die jetzt customizen. Genau, ich kann jetzt vorne sagen. Achso, ich habe keinen Schalldämpfer, ich habe die weggepackt. Da habe ich nichts, aber hier müsste ich jetzt 2 Visiere haben. Genau, das Zweifache. Jetzt dran tun, dann wieder weg. Warum hat er jetzt die Waffe weg? Bisschen verbuggt. Wo ist denn jetzt die Waffe hin?
Okay, das ist... Ach, das Auskampf. Da liegt meine Waffe. Rip. So. Okay, der Container ist leer. Ich habe auch keine Waffe mehr. Hey. Waffe ist weg. War verloren. Toll. Ja, immerhin haben wir unser Medic-Ding für Freunde teil. Na gut, das war auf jeden Fall mal das Game. Oh, hier ist eine rote Kiste. Guck. Rot. Noch ein Helm drin. Den nehmen wir auf jeden Fall. Ah, ich bin zu voll, oder? Ich kann den voll binden. Hier ein paar Sachen rausnehmen. Eigentlich hatte ich ja meinen Rucksack leer gemacht, aber das ist noch ein bisschen verbuggt. Und voll, das heißt, jetzt müsste der Helm oben reinpassen. Ja. Okay, aber ich hätte gerne noch eine Waffe. Schade eigentlich. Ah, da ist eine Waffe drin. Eins. Zwei. Haben wir hier. Ah, da bin ich. Ah, das passt noch rein. Das ist. Da ist voll. Da ist auch voll. Da rein. Na gut. Dann bin ich halt voll. Aber ist ja egal. Jetzt habe ich aber wieder eine Waffe. Habe ich 8. Auf jeden Fall mal einen Sniper gekriegt. So, ich glaube, das war's. Wir haben alle Kisten durch. Ich glaube nicht, dass es jetzt wieder spawnt. Das sieht doch so aus. Es ist schon wieder Spawn-Zeit, oder? Oder habe ich die vorhin übersehen? Ich glaube, es ist Respawn-Zeit. Das heißt, wir könnten jetzt nochmal zu unserem Schiff gehen, den Rucksack leer machen und noch ein paar Sachen mitnehmen. Also wie ihr seht, es lohnt sich nach Kyria zu gehen und da ein paar Kisten zu looten. Hier wäre zum Beispiel auch noch eine Kiste. Da ist auch wieder einiges drin. Im Moment ist die Spawnrate natürlich noch sehr hoch. Ich werde einfach mal noch ein bisschen weiter aufnehmen, aber ich werde das Video dann ein bisschen kürzen. Auf jeden Fall wollte ich euch zeigen, wie ihr hier looten könnt. Ich werde es jetzt noch ein bisschen machen, bis mein Schiff voll ist und dann fliege ich nach Port Olisar und werde es da ins lokale Inventar tun, dass ich meine Sachen auch gespeichert habe. Im Moment ist es ja nur in meinem Schiff. Das heißt, wenn jemand das Schiff zerstört, ist alles weg. So, wir haben jetzt hier den Personalinventar. Wir könnten einen schöneren Helm nehmen. So. Aber wir haben jetzt keine FS9, aber Sniper haben wir auf dem Rücken. So, damit ist Sniper hier drin. Da ist noch eine Waffe auf meinem Rücken. Was ist das FS9? Ne, Sniper Rifle, Sniper, zweimal dasselbe Sniper Rifle. Ich sollte mir aber dann auch noch eine Waffe mitnehmen. Jetzt gerade mal gucken, was ist denn das hier? Posadien SLMG mit 60er Magazine. Das heißt, ich kann die hier einfach mal hier reinräumen. Weil die bringen mir nichts. Wo schmeißt du die hin? Kann ich sie hinten... Ah, er tut die wahrscheinlich übereinander stacken, oder? Ne, sieht nicht so aus. Ist auch ein FS9-Magazin.
Da kann man sie aufeinander stecken. Guck, da sind sie. Das heißt, manchmal zeigt das gar nicht an. Okay. Aber ich finde, er könnte es automatisch aufeinander stecken. So. Wir haben schon 35% unseres Schiffes voll. 36. So, da haben wir ein einzelnes Magazin.